Moin, moin zusammen. Herzlich willkommen heute in Hamburg von der Hamburger Vermögen, bei der Hamburger Vermögen mit Erik Wiese und Tobias Zielinski. Heute haben wir ein Web-Chilinar. Also das ist Chili, haben wir jetzt unsere ganze Serie der News, die wir aus der Hamburger Vermögen verschicken, genannt, damit es ein bisschen interessant klingt. Und wir hoffen, dass wir es auch entsprechend mit etwas Red Hot Chili angereichert haben. Ja, wir warten noch einen Augenblick. Also wir haben eine ganze Menge Teilnehmer, also für knapp an die 100. So die Hälfte hat sich schon eingeloggt. Das sind immer die üblichen technischen Dinge, die man da so erledigen muss. Eine kleine App runterladen und das Ganze starten und dies und das und jenes. Also warten wir noch mal ein, zwei Minuten, bevor wir so richtig einsteigen. Erik, mit der Chili-Kanone komme ich gleich mal rüber, ne? Dann, Ja, gerne. oder ich fahre mit so einem Essenswagen rein. So, der Counter bleibt so ein bisschen stehen. Zwei Drittel der Teilnehmer sind da. Wir haben ein straffes Timing. Alle müssen hart arbeiten und deswegen steigen wir jetzt einfach mal ein. Wie schon gesagt, herzlich willkommen für alle, die mich eben noch nicht gehört haben, bei Hamburger Vermögen, bei unserem VV Chili Webinar, wie man das auch immer nennen will. Wir haben das Ganze, unsere News, die wir so versenden, so ein bisschen mit Chili gewürzt. Das heißt jetzt mal Chili. Also daran kann man erkennen, dass das jetzt aus der Vermögensverwaltung kommt, weil es einfach heißer ist und schärfer als alles andere, was sonst so verschickt wird. Und naja, dann hoffen wir mal, dass wir unserem Anspruch auch gerecht werden. Heute die in der Investmentküche am Start, ihre beiden Chefköche, Tobias Zielinski und Erik Wiese. Ja, steigen wir direkt mal ein. Heiße News, was haben wir heute auf der Agenda? Natürlich ein wenig Selbstbeweihräucherung der Hamburger Vermögen. Wir hatten wieder ein tolles Jahr, da erzähle ich ein bisschen was zu. Dann geht es ja in erster Linie heute um Strategien. Also wir haben eine ganze Menge Strategien, die wir inzwischen von der Hamburger Vermögen aus anbieten, Ihnen als Beratern. Und Sie haben ja die große Auswahl. Das ist so ein bisschen zielgruppenspezifisch. Ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ansonsten haben wir natürlich auch immer das Geschäftsmodell, dass man als Berater seine eigene Strategie mit uns umsetzen kann. Aber heute geht es einfach nur darum, die News in unseren Strategien. Das sind zum einen der Vermögensplan. Da will ich ein bisschen was zu erzählen, denn zum Easyfolio, also unsere alten ETF-Strategien, NSFs, ETF hießen die mal, dann wie man von einer Strategie in die andere springt, ganz einfach. Also da haben wir einen Einseiter entwickelt, dass man die Strategie auch mal wechseln kann. Und dann am Horizont habe ich das mal genannt, was am Horizont steht, also was wir so vorhaben mit der Hamburger Vermögen in diesem Jahr. Und ja, steigen wir mal ein. Zahlen. Wir sind, nachdem wir ziemlich genau vor einem Jahr die 1 Milliarde geknackt haben und das auch entsprechend zelebriert haben. Der Christian Hammer hat uns ein schönes großes Einhorn geschickt. Normalerweise ist ja Einhorn, ein Unicorn, ja 1 Milliarde Börsenkapitalisierung. Hat er irgendwas verwechselt, aber das nehmen wir natürlich trotzdem gerne entgegen. Wir wachsen immer noch gut. Dieses Jahr haben wir ungefähr genauso viel eingesammelt wie letztes Jahr. Dann Mitarbeiter wachsen auch kräftig. Also wir haben 5 Mitarbeiter eingestellt. Im Jahr 2020 ist jüngst noch einer dazugekommen. Wir haben jetzt tatsächlich über 10.000 Kundendepots. In unseren eigenen Strategien, von denen wir heute sprechen, haben wir 125 Millionen. Und das ist bisher auch immer so gewesen, dass wir ungefähr 10% unserer Gesamtassets in den eigenen Strategien haben. Wir haben über 500 Vertriebspartner. Deswegen haben wir uns auf der Seite Vertriebsbetreuung auch so ein bisschen verstärkt. Da kommen wir auch gleich zu. Und wir haben inzwischen über 190 Strategien, also eigene Strategien und Strategien von externen Beratern, wobei ungefähr oder mehr als 80 externe Berater halt eine Strategie mit uns aufgelegt haben. Die meisten legen ja immer gleich mehrere Strategien auf, also die Klassiker defensiv ausgewogen Wachstum oder auch in anderen Varianten, sodass dann auch eine ganz nette Zahl von Strategien zusammenkommt, was natürlich auch dazu führt, dass in unserem Portfolio-Management-Team einiges los ist. Vielleicht mal ein Blick auf unsere Depotbanken. Wo liegen die Schwerpunkte? Man sieht die höchste Säule und das höchste Wachstum bei der DAB, also bei der Vollbank.
dicht gefolgt von der FFB, also eine reine Fondsbank, auch sehr stark mit knapp an die 350 Millionen jetzt, danach dann eine weitere Vollbank mit der Comdirect. Dann haben wir viele kleinere Kandidaten sozusagen, also man sieht eine ganze Menge Banken zur Auswahl. Unter anderem kann man jetzt auch mit seinen Kunden mit uns in die Schweiz gehen, da haben wir die St. Galler Kantonalbank und auch die UBS Schweiz. Also wenn da mal Interesse besteht, auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten. Dann haben wir die V-Bank vor einigen wenigen Jahren neu aufgenommen und wächst auch ganz gut. Wird auch gerne angenommen als Alternative zu anderen Vollbanken. Dann Auszeichnungen. Haben wir dieses Jahr wieder den Top-Vermögensverwalter von der Citywire Group bekommen. Das geht da so ein bisschen nach Größe. Dann, wo geht es auch auf Qualität? Das ist Kapital. Kapital hat praktisch alle Investmentdepots bei der DAB analysiert. Also in erster Linie sind die Meriten, die wir da gewonnen haben, die Meriten der Berater, der externen Berater. Also die Depots haben hervorragend funktioniert. Wir haben praktisch in jeder Kategorie defensiv ausgewogen im Wachstum 4 von 5 Sternen bekommen. Und eben auch eine Gesamtwertung von 4 von 5 Sternen. Das wurde dann auch in der Kapitalausgabe entsprechend ausgerollt. Also nochmal Glückwunsch an euch als Berater, die eine externe Strategie machen. Das läuft hervorragend. Denn Google ist auch ganz wichtig. Also Rezensionen kann ich immer nur empfehlen. Lasst euch von euren Kunden eine Rezension geben auf eurer Website. Also wir nehmen die natürlich auch immer gerne entgegen. Und wenn ich eine positive Rezension bekomme, dann gebe ich auch direkt immer eine positive zurück mit 5 Sternen. Dann unsere Mitarbeiter, das ist das große Team. Rechts oben der Fabian Will, der ist so neu da, der ist letzten Freitag angefangen, dass wir noch nicht mal ein Foto von ihm anständiges haben. Und naja, sonst im letzten Jahr dazugekommen, der Daniel Linder oder diesem Jahr dazugekommen, der Niklas Runge. Nein, letztes Jahr, wir sind ja schon ein Jahr weiter. Ja. Ich bin jetzt ganz durcheinander hier. So, zweimal Niklas haben wir, die kriegen wir auch mal durcheinander. Niklas Runge und Niklas Hildebrand. Ansonsten sollten viele aus dem Team ja euch auch bekannt sein. Dann gehe ich mal weiter. Und der Daniel Linder, der hat jetzt die Gelegenheit, vielleicht mal selber ein paar Begrüßungsworte zu sprechen, weil das ist unser neuer Partnerbetreuer im Team, auch mit mir und Tobias Zielinski. Ja, Daniel, deine Bühne. Ja, merci gesagt, Erik, für deine Worte. Schöne guten Morgen auf meiner Seite und Sally an alle Leute, die zuhören. So dass jetzt. Er spricht nicht immer so, das vielleicht vorweg. Ja, genau, so dass mich jetzt alle verstehen, will ich mich um Hochdeutsch bemühen. Ich will mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Linder und ich bin, wie Erik angesprochen hat, seit November vergangenen Jahres bei der Hamburger Vermögen tätig. Zusammen mit meinem Kollegen Tobias Zielinski betreue ich die uns angeschlossenen Berater, also Sie, und stehe dementsprechend als Ansprechpartner bei jeglichen Fragen rund um das Thema Vermögensverwaltung zur Verfügung. Vielleicht noch ganz kurz zu meinem Hintergrund. Wie Sie sicher gehört haben, komme ich nicht aus Hamburg, sondern aus dem Schwarzwald und habe wie so viele von uns einen banknahen Hintergrund. Mein Bachelor- und Masterstudium habe ich in Business and Economics gemacht und mich da auf die Schwerpunkte Banking und Financial Services konzentriert. Und bevor ich dann hierher kam, war ich einige Jahre im Private Banking von einer Genossenschaftsbank tätig und habe in der Finanzmarktforschung in Frankfurt gearbeitet. Ich freue mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen und jetzt spiele ich gern wieder den Ball an die beiden Kollegen zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und noch weiterhin viel Freude beim Webinar. Super, Daniel, besten Dank. Wie gesagt, als weiterer Ansprechpartner bei 500 Leuten, die da potenziell was von uns möchten, das ist natürlich auch eine große Aufgabe da. Deswegen haben wir uns in dem Bereich auch, glaube ich, mit ganz hervorragend verstärkt. So, dann steigen wir mal ein in unsere Strategien. Was haben wir überhaupt so in der Palette? Das sind so die bekannten Dinge, die wir so haben. Das ist jetzt der Vermögensplan. Den gibt es, den Vermögensplan in der Variante Top Manager und in der Variante Nachhaltig und in der Variante Next Generation. Das letztere, Next Generation, ist vielleicht noch nicht so bekannt. Das war bisher ein Exklusivprodukt für einen deutschen Vertrieb. Das haben wir jetzt aber, wollen wir ab heute sozusagen
oder ab Stichtag 1. Februar der gesamten Beraterschaft zur Verfügung stellen. Was ist denen allen gemein, diesen Strategien? Sind halt Strategien mit aktiv gemanagten Fonds, in erster Linie Mischfonds. Und außer dem Next Generation sind alle mit einer Verlustbegrenzung ausgestattet, unsere Protect-Schwelle. Da komme ich noch dazu, wie das genau funktioniert. Und wir haben diese Protect-Schwelle ein bisschen angepasst. Dann Easyfolio. Easyfolio sind all unsere alten NFS-ETF-Portfolios. Also man merkt schon an dem Zungenbrecher, dass das vielleicht nicht so der griffige Name war. Die Firma Easyfolio haben wir letztes Jahr übernommen, netfondsseitig. Und deswegen war es ganz hervorragend, dass wir da so einige Elemente übernehmen konnten, unter anderem den Namen Easyfolio. Das sind halt rein passiv gemanagte ETF-Portfolien, auch in der Variante klassisch und in grün. Basis des Ganzen sind die BlackRock Strategic Models, heißen die. Wir passen die so ein bisschen an, und was der genaue Hintergrund ist, da, das erzähle ich dann auch gleich noch so ein bisschen, oder vielmehr macht das der Tobi. Was haben wir noch? Die Dimensional Weltportfolios, das sind fünf Serien, also fünf Portfolien, die aus 6 bis 7 Fonds bestehen, alles Dimensional Fonds. Und Dimensional, wem das bekannt ist, sind Faktor-Investments in dem Sinne. Also das sind Small Caps, das sind Large Caps, das sind Value- und Growth-Werte. Und je Kategorie sozusagen gibt es da einen Fonds. Und wir haben diese Portfolien praktisch aus der Palette von Dimensional zusammengestellt, die auch hervorragend laufen. Das sind eher Long-Only-Portfolien. Und Dimensional hat einen wissenschaftlichen Ansatz, der dahinter steckt, von den bekannten Nobelpreisträgern und Finanzmarktspezialisten Farmer und French und Schiller und Hansen, habe ich hier nochmal rausgenommen, wie auch immer. So, das sind die Ergebnisse. Das ist natürlich jetzt erstmal so eine große Tapete. Das sind alle unsere Strategien, alle Ergebnisse. Jetzt gucken wir uns mal die hervorragende Seite an. Das war das Jahr 2019. Da haben alle top performt. Teilweise oder größtenteils sogar zweistellige Ergebnisse erreicht, auch unser Vermögensplan. Man muss sagen, der Vermögensplan an sich, die klassischen Vermögenspläne, sind sehr konservative Strategien, eben mit dieser Verlustbegrenzung ausgestattet, eben für den ganz konservativen Kunden. Der Next Generation Megatrends Vermögensplan ist ein sehr neue Strategie, und die haben natürlich immer so ein bisschen die Early Bird Vorteile. Das heißt, wenn man das Portfolio neu zusammenstellt, sind da natürlich immer hervorragende Elemente drin, hat auch gut funktioniert im Jahr 2019, in 20 auch. Alle anderen Strategien auch top gelaufen. Dann schauen wir uns jetzt mal das Jahr 20 an. Da würde ich mal sagen, durchwachsen, einige positiv abgeschnitten, was hervorragend ist nach diesem Jahr, einige nicht so gut. Also speziell Vermögensplan, da sind wir natürlich nicht zufrieden mit, haben auch einige Maßnahmen ergriffen, wie wir das Ganze vielleicht optimieren können. Vermögensplan nachhaltig ist gut gelaufen, also plus minus null sozusagen. Dann Megatrends hatte ich schon erwähnt, denn die Easyfolio, die gibt es in den Varianten Classic und Grün, auch super abgeschnitten, besonders die grüne Strategie. Easyfolio schießt den Vogel so ein bisschen ab. Also wo wir im Übrigen auch kräftig Zuwachs haben, ne? Also über alle Easyfolio-Strategien, das hat Erik erzählt, komme ich auch später nochmal drauf, dass wir da exorbitantes Wachstum haben. Also so dieses Thema grüne Story, nachhaltig, zieht auch da im ETF-Bereich, aber genau Näheres gerne nachher. Genau. So, dann haben wir noch die Weltportfolios, die haben eine wahnsinnige Aufholjagd hinter sich gelegt im vierten Quartal. Erst haben die so ein bisschen geschwächelt über das Jahr, also auch Corona-bedingt so ein bisschen. Aber die sind da immer tiefenentspannt, also haben einen sehr langen Fokus, also eher so 20, 30 Jahre, und nach 20, 30 Jahren Investmentfokus sieht es immer top aus in den Weltportfolien. So, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein in den Top-Manager. Das ist erstmal die Charts dazu, zu den Ergebnissen. Man sieht also Next Generation ganz hervorragend, beste Strategie. Aber das liegt auch so ein bisschen an der Konzeption, da komme ich später zu. Das ist also ein sehr aktienlastiges Portfolio, also bis zu 100% Aktien, was die anderen Vermögenspläne niemals haben werden. Also die anderen Vermögenspläne sind ja auf Basis vermögensverwaltender Mischfonds, also wo erstmal wir so ein bisschen darauf achten, dass da eine gewisse Schwelle nicht unterschritten wird und wo die Mischfondsmanager auch große Freiheiten haben
und diese auch nutzen. Das heißt, sie passen ihre Portfolien den Marktgegebenheiten an. So, da sieht man die Vermögenspläne in nachhaltiger Variante, sind so im mittleren Bereich. Und die Top-Manager sind, wie gesagt, im letzten Jahr gut gelaufen, in diesem Jahr etwas enttäuschend. Dann nochmal den Vermögensplan nachhaltig. Waren die da eigentlich schon mit drin? Ja, die waren da schon mit drin. Okay, jetzt hier nochmal separat. So, was ist denn allen gemein? Also bis auf den Next Generation haben wir diese Vermögensplan-Notbremse eingebaut. Nochmal ganz kurz zur Rekapitulation, wie funktioniert das Ganze? Also wir haben praktisch jeder Strategie eine Verlustschwelle zugewiesen, im defensiven Bereich 5, im ausgewogenen 10 und im Wachstumsbereich 15%. Dann, wenn diese Schwelle erreicht ist, pro Fonds, also wir beobachten da jeden einzelnen Fonds, wenn da die Verlustschwelle erreicht ist, wird halt dieser Fonds in einen Geldmarktfonds getauscht, da wird 6 Monate lang geparkt und nach 6 Monaten wird in diesen Fonds dann wieder reinvestiert oder in den jeweils besseren Fonds nach unserer Auswahl. Das Ganze basiert auf einer Statistik, die ich mal gefahren habe, seit den 60er Jahren. Die Statistik will ich auch gleich kurz mal zeigen, aber gerade dieses Modell ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen, also einmal 2018 und 2020, wo es einfach scharfe Drawdowns gab und schnelle Wiederanstiege, und dafür ist dieses System nicht geeignet. Also statistisch gesehen sind diese Ereignisse sehr selten. Man sieht das jetzt hier so ein bisschen da hinten. Was ist passiert? Was ist das Besondere an dem Corona-Drawdown? Er war sehr scharf und sehr tief und war sehr schnell wieder vorbei. Das hat es also in der Historie sehr selten gegeben. Ich habe hier mal den DAX aufgetragen. Man sieht hier so die Finanzkrise 2000 bis 2003, also über praktisch 3 Jahre lang fallende Kurse, auch sehr tief. Also wir hatten jetzt im Corona-Tief ja ungefähr 40% Verlust. Und man sieht hier, das ist die Finanzkrise 2007, 2008, auch über einen gewissen Zeitraum. Da hätten jeweils unsere Protect-Schwellen hervorragend gegriffen und auch die Verluste ausgependelt sozusagen. Und das ist jetzt mal ganz tief in die Kiste gegriffen sozusagen. Das ist meine Statistik, die wir gefahren haben seit den 60er Jahren. Man sieht hier, 1960 geht's los. Das ist der DAX und das sind alle Drawdowns und die Dauer der Drawdowns. Und über alle Drawdowns habe ich halt einen Mittelwert gebildet und da kamen ungefähr 6 Monate raus. Da kommen wir auf diese 6 Monate. Warum parken wir 6 Monate im Geldmarktfonds? Weil wir damit die großen Spitzen, also die wirklich tiefen und langen Drawdowns abschneiden wollen. Ansonsten soll das Portfolio halt arbeiten und die Renditen mitnehmen. So, jetzt hier ganz außen, das ist der Corona-Drawdown. Der hat 35 Tage gedauert, also statistisch gesehen extrem kurz. Und das zweite ist auch noch extrem tief, ne? Also mit -40% im DAX, also ein überdurchschnittlich tiefer Drawdown, also getoppt eigentlich nur von 2007. Und hier hinten, da Anfang der 60er Jahre, war nochmal so ein 40% Drawdown. Also im Endeffekt sehr tief, sehr kurz. Und das hat unser System so ein bisschen aus der Kurve geworfen. Was haben wir getan, um uns dem so ein bisschen anzupassen? Also wenn man vielleicht damit rechnen muss, dass die Drawdowns in Zukunft tatsächlich kürzer sind und tiefer sind und schneller wieder ausgeglichen, dann müssen wir mit unserem System natürlich nachziehen. Das heißt, wir steigen jetzt nicht nach 6 Monaten wieder ein, sondern jeweils nach 2 Monaten mit jeweils 33%, dann fängt unsere Protect-Schwelle natürlich immer weiter an zu laufen oder wieder neu anzulaufen. Also wenn in der Zeit wiederum ein Drawdown passiert, würden diese Fonds auch wieder ausgestoppt werden. Das ist also Maßnahme 1, wir haben den Wiedereinstieg eingepasst. Dann Maßnahme 2, wir haben jetzt nicht mehr pro Strategie eine Protect-Schwelle definiert, also für jeden Fonds in einer Strategie die 15 oder 15%, sondern wir haben jedem einzelnen Fonds ein Risikobudget zugemessen. Das sind eben diese 15 oder 15%, wobei wir dann eben auf andere Durchschnittswerte pro Strategie kommen. Aber jetzt hat zum Beispiel ein Aktienfonds, der braucht einfach mehr Luft zum Atmen. Der Aktienfonds wäre halt wir haben auch gemischte Fonds und Aktienfonds sozusagen in der defensiven Strategie. Die würden natürlich bei 5% mehr oder minder sofort ausgestoppt werden.
Und dieses Rein und Raus, das ist natürlich unangenehm und das wollen wir auch nicht. Und deswegen haben jetzt die etwas risikoreicheren Fonds in der defensiven Strategie auch ein Risikobudget von 15% beziehungsweise 10% bei Mischfonds. Ich hoffe mal, das hat man so einigermaßen verstanden. Also kann sich natürlich im Nachgang immer nochmal an uns wenden und dann erkläre ich das auch gerne nochmal. So sieht das aktuelle defensive Portfolio aus. Na, also wir haben 7 Fonds, die aus defensiven Fonds bestehen, also aus der defensiven Risikoklasse, denn 2 ausgewogene Fonds und einem wachstumsorientierten Fonds. Und das sind die alten Verlustschwellen, die haben alle 5% gehabt. Und jetzt ist es neu, die defensiven Fonds bleiben bei 5%, die ausgewogenen Fonds haben 10%, das wachstumsorientierte Portfolio hat 15%. Wir sind jetzt auch dabei, gerade das neue Scoring zu machen, das heißt die neue Rennliste sozusagen, unsere interne Rennliste für Fonds. Es werden einige Fonds ausgetauscht, weil allein praktisch die Anpassung des Systems natürlich ein Teil des Erfolges ist, aber wir brauchen natürlich auch ganz hervorragende Fonds. Und wir passen die Zusammensetzung der Assets ja nur einmal im Jahr an, also wir wollen das mit sehr ruhiger Hand fahren. Und aber es haben eben gerade jetzt in der Corona-Krise gezeigt, dass einige Investmentmanager auch nicht so gut damit umgehen können, also mit diesem schnellen Drawdown und wieder Anstieg. Das heißt, jetzt in unserem neuen Scoring werden natürlich neue Ideen generiert, was die Fonds angeht. Und zum Ende Januar werden dann entsprechend auch einige Fonds ausgetauscht in den 3 Strategien. So, und was wir noch machen wollen, ist tatsächlich alle Vermögenspläne in Zukunft auch ohne Protect-Schwelle anzubieten. Weil wir gesagt haben, also die Top-Manager, die da investiert sind sozusagen, also die Mischfondsmanager, die passen ja von sich aus schon die Portfolien an ihre Marktmeinung an. Und das ist ein bisschen doppelt. Das heißt, wenn die Aktienquoten runterfahren und wir dann die auch nochmal ausstoppen sozusagen, dann bleibt einfach wahnsinnig viel Rendite auf der Straße liegen. Also die Manager selber passen ja ihre Strategien schon an. Deswegen sagen wir, das reicht eigentlich auch schon als Sicherheitsfaktor. Also in Zukunft kann man halt wählen. Beim Kunden möchte ich das Ganze nochmal mit unserer absoluten Notbremse obendrauf für den ganz konservativen Anleger, der einfach Angst hat und nur ein gewisses Maß sozusagen an Verlusten tragen kann oder will. Und eben freie Fahrt sozusagen ohne Verlustschwelle und Verlustschwellenüberwachung, wo praktisch nur der Manager die Überwachung und Anpassung der Assetklassen übernimmt. Ich glaube, Grund dessen, Erik, war auch, dass wir mit vielen Gesprächen oder viele Gespräche geführt haben zu dem Thema Protect-Schwelle, ja, nein. Und das Ergebnis daraus eigentlich war, dass es eben auch einige Berater wünschen, dieses Thema Next Generation beziehungsweise Vermögenspläne insgesamt ohne Protect-Schwelle auszustatten, weil, exakt, so wie Erik das gesagt hatte, dass es eben durchaus den ein oder anderen Fondsmanager gibt, der das Thema Risikomanagement beherrscht. Gibt nicht viele, gibt auch einige, die super hinterherhängen und so, dass wir da dann einfach den Beratern die Möglichkeit geben, das ganze Thema Vermögensplan, wenn es einem eben gefällt, tendenziell auch ohne Protect-Schwelle zu machen und dann eben, ich sag mal, den Vermögensplan selber sukzessive laufen zu lassen. Genau. Exakt, genau. Und wie es denn immer so ist, als Asset Manager steht man natürlich in der Kritik, wenn man irgendwie in einem Jahr nicht so gut performt, also. Und wie gesagt, wir haben uns da entsprechend auch angepasst. Wir wollen natürlich, dass es Ihnen als Berater schmackhaft wird, unsere Strategien. Und deswegen versuchen wir uns da natürlich auch entsprechend anzupassen. Jetzt vielleicht nochmal den neuen Vermögensplan Next Generation. Das ist natürlich, da sind viele neue Ideen drin sozusagen. Also erstmal ist es ein Long-Only-Produkt, denn es ist eine Cross-Satellite-Strategie und es spiegelt so ein bisschen, der Trend is your friend. Den Spruch gibt es zwar schon länger, aber Trend Investing ist auch sehr in, weil bestimmte Stories halt erzählt werden. Und Kunden sprechen ja immer gerne über Stories und Berater sprechen gerne mit ihren Kunden über Stories. Das heißt, wo sind eigentlich so die Zukunftsthemen? Und in diese Zukunftsthemen wollen wir investieren und haben es auch getan mit den Next Generation Megatrends. Also man sieht hier die Megatrends auch. Also das Ganze besteht aus einem Core. Das sind die Kapitalstudiensieger. Also Kapital macht einmal im Jahr mit der Greif zusammen eine Studie, wo wirklich Topfonds aus verschiedenen Kategorien zusammengemischt werden nach den Kriterien von Greif. Und darum, also um dieses gute Basisinvestment, was dann auch wiederum ein flexibler Mischfonds ist, haben wir
Long Only 5 Satelliten gruppiert sozusagen mit Zukunftsthemen, die wir für solche halten. Und das sind zum einen also Batterie Chain, in dem also praktisch auch Wiederverwertung und Ladestation und dies und das und jenes, Automation und Robotics, Healthcare, ganz großes Thema natürlich, Water, schon langes Thema und wird in Zukunft auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema sein, Cybersecurity, also das sind so Themen, wo jeder mir sicherlich zustimmen wird, dass das gerade uns beschäftigt und in Zukunft auch kräftig beschäftigen wird. Das Schöne ist, dass es sind nicht nur Zukunftsthemen, sondern auch aktuelle Themen. Das heißt, die Satelliten und die entsprechenden Umsetzungen dieser Satelliten in den Fonds, also wir haben da verschiedene Fonds gewählt, Legal & General, iShares ist dabei. Die verschiedenen Fonds haben sich auch ganz hervorragend entwickelt, wobei eben auch diese Strategie gut gestiegen ist. Also sie ist halt eine Long-Only-Strategie, muss man sehen, da ist kein Netz und kein doppelter Boden. Das atmet mit dem Markt, also so ein bisschen natürlich gedämpft durch den Mischfonds, der da als Core-Investment drin ist. Ansonsten hat er bis zu 100% Aktien und kann bis zu maximal 50% absinken. So, jetzt steigen wir ein bisschen ein und ich schwenke mal rüber zu dem guten Tobias. Der darf jetzt die Story vom NFS-ETF zu Easyfolio erzählen. Genau, so wie Erik, danke für die Überleitung, Erik. Genau, wie du das schon gesagt hattest, NFS-ETF-Portfolio war mal erst noch ein bisschen so ein Zungenbrecher. Und mit der Übernahme, was ich persönlich sehr sexy finde, seit Mitte letzten Jahres, ganz grob wird dieses Thema, haben wir uns einfach der Easyfolio-Systematik angenommen und können einfach mal weiterschwenken, Erik, vielleicht auf die nächste Folie. Das sind im Kern die Portfolien, die ihr schon kennt, die Sie schon kennen, also drei klassische Portfolien, also quasi Easyfolio Classic, wie wir es gerade gesehen haben. Zum anderen eben auch Easyfolio Green, da detailgetreu gehen wir gleich nochmal drauf. Das sind eben im Kern, im Schwerpunkt auch die Wertentwicklungen, die man unseren jeweiligen Factsheets entnehmen kann. Ich persönlich bin ein Riesenfreund von ETFs und auch der Story drumherum. Früher war das immer so ein bisschen BlackRock-lastig. Das hat viele Berater vielleicht ein Stück weit auch gestört. Da haben wir uns einfach dieser Easyfolio-Systematik angenommen, dass wir eben einfach hier grundsätzlich alle Strategien eben long investiert sind, zu 100% weltweit allokiert und damit super breit diversifiziert. Sie sehen das, ihr seht das hier quasi über 12.000 Aktien und Anleihen sind dort und wir wollen uns eben auch kostengünstig positionieren. Da wird eben in den nächsten Wochen und auch Monaten noch das ein oder andere kommen, dass wir da auch geguckt haben in der Zusammensetzung, in der Auswahl der Produkte, wie gelingt uns das da preismäßig, performancemäßig und kostengünstig eben vorzugehen und da uns auch so ein bisschen abzukapseln von dem, wie es vielleicht vorher geregelt wurde über BlackRock. Tendenziell sind die ETFs von BlackRock ja eher im Preis gestiegen und wir haben halt da einfach so ein bisschen eine andere Vorgehensweise uns zunutze gemacht, also so wie es Easyfolio im Schwerpunkt vorher schon getan hat. Da kommen wir im Detail auch nochmal drauf und uns war eben wichtig, wirklich unabhängig eine Auswahl an ETF-Anbietern zu wählen und eben nicht alles aus einem Produkttopf zu nehmen. Genau. Das kann jetzt richtig oder falsch sein, aber wir haben einfach gedacht und das ist auf jeden Fall richtig, So der Erfahrungsschatz spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Und ihr seht das, Sie sehen das hier zum einen eben die Easyfolio-Fonds, die es vorher gibt, also klassische Dachfonds. Dann haben wir eben natürlich das Produktuniversum von iShares, wo wir auch nach wie vor darauf zurückgreifen. Wir haben uns aber gesplittet und mehrere Anbieter mit reingenommen, also Xtrackers, UBS, Vanguard und Co. Also spielen einfach, ich sag mal, relativ große Player, die es so am Markt gibt, immer mehr eine Rolle. Und da haben wir einfach für uns eben geguckt, wir wollen eben das Bestmögliche, den bestmöglichen Ansatz auch fahren und uns eben da das Wissen von Easyfolio zunutze machen. Und einfach das Scoring-Modell an sich haben wir verändert, um eben auch da nach qualitativen Kriterien und renommierten Anbietern zu gucken, um eben die genannten Punkte, so das Thema Kosten, Performance und so weiter zu berücksichtigen und uns da dann einfach auch optimaler aufzubauen, als es vielleicht vorher schon der Fall war. Genau. Gehe nochmal auf die nächste Folie, Erik. Genau. Da sieht man das nochmal. Genau, wir haben jetzt eine Anpassung gemacht im Portfolio. Da sehen wir gleich nochmal. Wir haben uns auch deutlich verschlankt in den Easyfolio-Strukturen. Also gegenüber vorher. Vielleicht magst du nochmal auf die nächste Seite gehen, Erik. Das, glaube ich, sieht man es dann auch. Ja, kommt. Ja. Aber vielleicht kommt hier nochmal der Hinweis, dass wir praktisch zwei Modelle zusammengeführt haben, weil das Modell von den Easyfolio-Fonds, also den Dachfonds,
ist ein etwas anderer Ansatz als das Strategic Model von BlackRock, was wir auch weiterhin verwenden, aber wir nutzen halt jetzt eine Kombination. Das soll eigentlich diese Folie sagen. Ja, genau. Dann haben wir eben das Beste aus mehreren Welten eben vereint. Das sieht man eben einmal deutliche Gewichtung nach BIP. Da sieht man eben, dass sich das ja sehr, sehr stark verteilt und finde ich auch gerechter verteilt. Wir packen aber auch das Thema Marktkapitalisierung rein. Da sieht man eben ganz klar den Vergleich. Also USA ist quasi nach Marktcap deutlich schwerer gewichtet, als eben, weiß ich, das auf der BIP-Seite der Fall ist. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen eben mehrere Sachen miteinander verbinden, was, glaube ich, in dem Modell der Easyfolio-Strategien, also unser ETF-Portfolien, sehr, sehr gut gelingt, um da eben nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern eben alle Vehikel, glaube ich, miteinander zu vermischen. Und ganz wichtig, glaube ich, ist hier auch, dass man eben die BIP-Seite mit berücksichtigt, denn da eben so dieses Thema Asien, auch so zukunftsorientierte Themen immer mehr da irgendwie eine Rolle spielen. Und nach Marktcap ist es aktuell halt, wie gesagt, immer noch deutlich USA-lastig. Und da haben wir grundsätzlich eher ein Stück weit ein Problem mit gehabt und haben einfach die Sachen auch miteinander kombiniert. Ich denke, das sind zwei kombinierbare und auch gute Ansätze. Also Problem würde ich das jetzt nicht nennen, aber BlackRock sind nun mal Amis und die Amis haben ja eine gewisse Sicht auf die Welt, nämlich also America First sozusagen, kommt ja auch hin. Also wenn man Marktkapitalisierung nimmt, sind immer noch das Schwergewicht in den USA, aber da wird Asien so ein bisschen ausgeklammert und deswegen, wenn man beides mal zusammennimmt, dann wird halt Wachstumsregionen wie China wesentlich stärker gewichtet. Genau. So. Ja, genau, hier sieht man nochmal die Zusammensetzung, also der wirklich global investierten Strategien quasi um das Universum von Easyfolio drumherum, dass man eben wirklich versucht, in jedem Bereich aktiv zu sein und wirklich, ich sag mal, jeden Part irgendwo spielt, übers USA, was Erik gerade sagte, aber auch andere Themen wie Indien, China, Japan und Co. Werden mit aufgenommen, was eben vorher so dezidiert nicht der Fall war. Genau, ich glaube, das ist einfach eine gute Grafik, die man auch in einem Kundengespräch mal verwenden kann, wenn man eben so dieses globale, große Ganze irgendwie versucht mit aufzunehmen. Das ist so, mal so ein jetzt Vergleich. Du deine Folie, ja, genau. Ja, du, genau, das ist sehr gut. Kann ich das, genau. Ja, das ist gut. Ich war ein bisschen schneller in Anbetracht der Zeit. Genau, haben wir hier quasi links die alte Welt. Also so war es vorher quasi bis Ende letzten Jahres. Und dann haben wir einfach eben die beiden Modelle quasi miteinander kombiniert. Und aufgesplittet, um uns in den Bereichen auch noch deutlich zu verschlanken. Da, wie gesagt, mit ein bisschen Weitsicht wird Anfang Februar noch das eine oder andere kommen, auch in Bezug auf Easyfolio, wo wir auf das eine oder andere Thema auch noch mal ein bisschen dezidierter und intensiver eingehen werden mit meinem Kollegen Julian Winter. Nur, dass Sie das quasi, dass ihr das schon mal gehört habt, wo wir im Austausch noch mal primär um uns dieses Thema Easyfolio widmen werden. Und da sieht man eben einfach hier, was ist passiert, links zu rechts. Und wie sich das prozentual auch ein Stück weit verändert hat. Qualitativ überhaupt nicht schlechter, sondern ich finde durchaus positiver, viel, viel besser, viel, viel schlanker und glaube ich, macht in jedem Fall Sinn. Auch gebührentechnisch haben wir da nochmal so ein bisschen geguckt, dass im Endeffekt auch beim Kunden mehr umkommt, als es vielleicht vorher schon war. Genau, sorry, der Mensch. Ich war zu schnell, genau, jetzt, genau. Genau, das vielleicht so jetzt zum weiter, Thema. Genau. Dimensional vielleicht auch in zwei, drei Sätzen nur ganz kurz, genau, wird auch immer wieder nachgefragt, so wie Erik das auch sagte schon, nach Eugene Farmer und Co. Eine Strategie, wir haben auf der nächsten Seite nochmal alle Strategien übereinander gelegt, so was das Thema Wertentwicklung anbelangt, wo man eben hier auch sehen kann, die haben natürlich deutlich einen Knick bekommen, sind ja rein wissenschaftlich investiert, verfolgen eben einen Ansatz, machen das in dem Fall auch marketingtechnisch ganz gut, sind natürlich auch super gut zurückgekommen. Das ist immer für jeden, den es interessiert, kann da auch gerne auf uns zukommen, auf uns drei, also auf Erik, Daniel und auch mich. Und da statten wir euch gerne mit weiteren Informationen auch aus. Genau, das ist eigentlich soweit zu meiner Seite, Erik. Dann schmeiße ich den Ball mal eben wieder rüber. Und alles klar. Du darfst also gerne weitermachen. Bei der Menschen nur mal zu sagen, also man sieht im vierten Quartal, also das Jahr über haben sie mehr oder minder geschwächelt, aber hier allein, also die Wachstumsstrategie, die 100-0-Strategie hat tatsächlich über 20% im vierten Quartal gemacht. Also hier das Jahr über sah es ein bisschen mau aus mit der Menschen, wo die natürlich auch immer sofort in Kritik geraten. Aber wie gesagt, die haben da ein wahnsinnig dickes Fell und einen sehr langfristigen Ansatz und ich glaube, da Menschen kann man auch durchaus machen für Kunden, die es mögen. So,
wenn jetzt jemand sagt, also ich sitze hier auf einer Strategie mit meinen Kunden, mit der ich nicht so zufrieden bin und die Kunden machen Druck, also ich habe womöglich einen Vermögensplan, Wachstum, was dieses Jahr und nicht so will er toll die war. Sicherheit wechseln zum Beispiel, ne? Das könnte man auch mal Ja, machen. genau. Und wer jetzt darauf sitzt und sagt, so, ich möchte jetzt mal wechseln mit meinen Kunden, ich finde die Palette von der Hamburger Vermögen toll und habe da ein neues Schätzchen gefunden und will vielleicht ja auch ein bisschen in der Strategie umschwenken, das ein bisschen zukunftsträchtiger ausrichten und will ETF nicht mehr verteufeln, wie ich das bisher getan habe, dann kann man relativ easy jetzt die Strategie wechseln, also easy wie Easyfolio. Und das ist doch eine Top wir haben dafür Überleitung. Einen, ja genau, wir haben da einen Einseiter entwickelt, das heißt, wenn sich sonst nichts ändert, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, also es werden die Konditionen nicht verändert und es wird praktisch nur die Strategie geändert und man bleibt in der gleichen Risikoklasse. Ne, auch wichtig, sonst brauchen wir halt einen neuen Analysebogen, wenn das Risiko ein bisschen hochgeschraubt werden soll, was vielleicht auch Sinn macht. Also ich warne ja immer so ein bisschen vor den defensiven Strategien. Ne, also die werden ihre Performance machen, aber nicht viel mehr als ihre Kosten und die brauchen auch ihre Zeit, um das zu tun. Und das ist ähnlich wie bei den Zinsen. Da kommt nicht viel bei raus, aber ein bisschen mehr mit Schwankungen sozusagen. Das heißt, wenn man die Kunden so ein bisschen hochschrauben will im Risiko, würde ich auf jeden Fall empfehlen, von defensiv auf ausgewogen zu schwenken. Also dann brauchen wir natürlich immer einen neuen Analysebogen. Aber nochmal betont, wenn sich sonst nichts ändert, haben wir eine Seite, da tragen Sie einfach, also kreuzen an, ich habe jetzt schon eine ausgewogene Strategie und möchte jetzt nicht mehr Vermögensplan, Topmanager ausgewogen haben, sondern ich möchte jetzt Easyfolio ausgewogen haben. Dann trägt man das hier ein mit der, wenn man es weiß, die Modellportfolio-Kennung bei der FFB. Fortgeschrittene Berater haben das natürlich parat. Dann geht das mit einer Seite, die man an uns schickt und wir switchen das dann um bei der entsprechenden Depotbank und dann ist es auch schon erledigt. Dann ist man in der neuen Strategie drin. Das ist halt vielleicht der Vorteil, das, dass wir, ja. Genau, vielleicht erzählen. Wer das umsetzen will, genau an Formular und sich jetzt fragt, wie kommt er an das Formular, gerne quasi auf uns zukommen, gerne auch auf mich oder auf den Kollegen Daniel Linder, dann stellen wir euch das gerne zur Verfügung. Wir haben das, glaube ich, auch auf Hansware hinterlegt. Das ist ja, das nächste also wer Thema, es da nicht sozusagen. Findet, genau. Ja. Ja, genau, da kommen wir gleich nochmal dazu. So, am Horizont, ja, was kommt so auf uns zu? Also keine Flaute wie auf diesem Bild hoffentlich. Und auch kein Sturm, sondern eine anständige Brise, dass wir alle vorankommen. Ich wollte nur ein bisschen den Fokus auf unser FinFi Direct legen. Also das wird schon nett genutzt. Also wir haben da ungefähr 360 Depots eröffnet mit knapp 11 Millionen Bestand. Das ist natürlich im Vergleich zu unseren knapp 1,25 Milliarden, die wir so eingesammelt haben, noch relativ überschaubar. Dafür, dass wir das jetzt ungefähr ein Jahr im Einsatz haben. Also ich kann nur empfehlen, nutzt das Ganze. Komplett digitaler Abschluss, kann man auch hervorragend praktisch per Fernberatung machen, indem man dem Kunden seinen Link schickt und dann so ein bisschen betreutes Klicken macht, vielleicht auch mit Videoübertragung, also jeder ist ja jetzt fit in allen möglichen Übertragungssystemen, sei es nur Zoom oder Microsoft Teams oder sonst was, also das kann man ja alles einsetzen, um den Kunden praktisch bei seinem Weg zum ersten Investmentdepot oder zweiten zu helfen durch FinFi Direct, also es ist wirklich ein komplett digitaler Abschluss und danach ist das Depot für Easyfolio, für Vermögensplan oder für eine unserer Strategien bei der FFB eröffnet. Wie gesagt, mit Postident, Videoident von der Post, kostet auch nichts. Man muss natürlich so ein bisschen technisch affin sein, aber ich denke mal, das passt ganz hervorragend in die Zeit. Also ich kann nur empfehlen, nutzt das mehr, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Uns spart ja, das Papier, da, euch spart das genau. Papier. Auch da, wenn da so Anfragen beziehungsweise, wenn man wissen will, wie man das nutzen möchte, entsprechende Zugänge und für sich einfach mal live ausprobieren möchte, auch da nochmal wieder Appell, also nicht, dass ich mich jetzt hier vor Anfragen nicht retten könnte, aber da gerne auch auf uns beide zukommen. Auch Daniel Linder ist da quasi fix im Boot und sehr gut informiert, kann da extrem unterstützen und ich glaube, das ist innerhalb von 10, 15 Minuten gemacht, Daniel, ne? Also das, glaube ich, geht relativ fix, indem man da relativ schlank auch durch ist, genau. Super. Man kann das natürlich auch auf seine Webseiten verlinken, wir haben entsprechende Landingpages dafür, wo man dann direkt auch in den Abschluss springen kann, also das wäre dann Teil des Homepage-Baukastens, wo bei uns die Kollegen auch aus dem Marketing Ihnen gerne weiterhelfen. Also Homepage-Baukasten sollte jemanden allen auch auf dem Begriff sein. Man findet das Ganze natürlich in Fansphere nach wie vor, auch unter Vermögensverwaltung. Also alle Infos
alle Strategien, von denen wir eben gerade gesprochen haben. So richtiger Start ist 1. Februar. Ne? Also das heißt Vermögenspläne ohne Protektschwelle und Next Generation und alle Änderungen, die wir jetzt gerade so besprochen haben, sind so richtig live ab 1. Februar. Die Easyfolios sind schon, stehen so, wie sie sind, können auch sofort vermittelt werden. Wie gesagt, die neuen Vermögenspläne ohne Protektschwelle und Next Generation Megatrends, denn ab 1. Februar. So, jetzt nochmal die Ansprechpartner. Wir sind hervorragend in der Zeit, 40 Minuten, eigentlich hätten wir eine Stunde angesetzt, aber wir sind natürlich von der schnellen Truppe hier. Zur linken Seite Erik Wiese, ja, zu meiner rechten Seite in dem Bild Daniel Linder, genau, und in der Mitte ich. Wenn Fragen sind, so rund um das Thema VV, Easyfolio-Strategien, Strategiewechsel oder, sprecht uns gerne an. Ich glaube, die Kontaktdaten sind euch allen bekannt. Ich zumindest von meiner Seite schon mal vielen Dank. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu beantworten. Ich hoffe mal, dass das technisch auch funktioniert. Man kann über die rechte Seite, über die Chat-Funktion, eine Frage an uns richten. Wenn die so ein bisschen allgemeingültige Relevanz hätte, ja? Ich habe, wenn du unter Fragen guckst, sind ein paar Fragen reingekommen. Ach so, Chat. Unter Chat. Ist das Fenster Fragen. Ich kann die sonst auch einfach referieren. Soll ich mal machen? Ja, gerne. Also, kannst du die sehen, Tobi? Nee. Dann habt die nur ich. Jens Rottmann fragt, bitte gehen Sie doch auf den Grund der Verwendung des Fonds Easyfolio 50 innerhalb der VV Easyfolio Classic ein. Dieser erhöht doch die Kostenquote und stellt eine eigenständige Dachfondslösung dar. Die Kostenquote empfinde ich als störend, da die HVV doch eigentlich die Einzelfondsauswahl vornehmen sollte. Ja, richtig. Also Kosten, also im Endeffekt erhöht das die Gesamtkosten des Portfolios um 8 Basispunkte. Und ich glaube, das ist überschaubar. Und wir kriegen halt durch den Easyfolio Dachfonds, sagen wir mal, einen ganz anderen Drive in unsere Strategie rein, weil die eben gerade diesen Welt-BIP-Ansatz hat. Also BlackRock baut eben halt auf Marktkapitalisierung und die Easyfolio-Ansätze, die stammen aus dem Hause Hauck Aufhäuser, haben auch ganz hervorragend performt, ist eine bisschen andere Sicht auf die Dinge und gab uns natürlich die Möglichkeit, auch das Portfolio zu verschlanken von den Positionen her. Und deswegen denke ich mal, ist das ein funktionierender Ansatz und die Kosten, wie gesagt, werden marginal erhöht, weil wir durch den Einsatz von anderen Produkten wiederum auf anderer Seite die Kosten senken konnten. Ja, und tendenziell genau das, was ich angesprochen hatte, auch nochmal, dass wir die Gesamtkosten in der Strategie. Ja, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr, Tobi. Ja, Tobi scheint. Tobi ist offline. Genau. Ja, aber ich glaube auch da. Also wie gesagt, wir machen ja ein separates Webinar im Februar. Das genaue Datum weiß ich ehrlich gesagt nicht. Christian, vielleicht kannst du da weiterhelfen. Das ist am 3. Februar. Am 3. Februar, genau. Und da, das kann man sich ja schon mal merken. Also da werden wir die Sachen nochmal völlig dezidiert erklären von den Hintergründen her. Ja. Okay. So, dann haben wir noch die Frage, ob ein Strategiewechsel auch online bzw. digital möglich ist. Ja, wir brauchen dieses Formular. Also wir werden natürlich in der schicken neuen Welt, die jetzt mit FinFi auf uns wartet, auch digitale Unterschriften leisten können. Aber das heißt, im Laufe des Jahres wird man das auch digital erledigen können sozusagen. Aber momentan brauchen wir das Formular tatsächlich auch physisch und mit einer Kundenunterschrift. Dann die Frage, werden die Anlagerestriktionen in den Beraterstrategien angepasst? In der neuen NFS Hamburger Vermögensstrategie hat ein Fonds einen Anteil von mehr als 45%. Das ist eine hervorragende Frage. Da sind wir natürlich so ein bisschen über unseren eigenen Schatten gesprungen. Es sind Ausnahmen ja sowieso möglich. Das heißt, wenn Strategien bei uns beraten werden, können nach Absprache die Gewichtung für einen Fonds erhöht werden, aber natürlich nach Absprache. Wir müssen das prüfen, was ist das für ein Fonds? Und da das ein breitstreuender, gemischter Dachfonds oder kein Dachfonds ist, aber ein breitstreuender, gemischter Fonds, machen wir auch Ausnahmen. Ja, aber für diese Ausnahmen bitte auf uns zukommen. Grundsätzlich gilt halt die Regel in den selbstgemanagten Strategien maximal 20% pro Fonds, wenn wir nicht genau wissen, was da eingesetzt werden soll. Okay, dann haben wir noch die Frage, wie man die
Notbremse bei bestehenden Portfolios rausbekommt? Ach so, ja, man kann natürlich die Strategie, muss man dann wechseln. Also man muss dann vom Vermögensplan Topmanager mit Bremse auf Vermögensplan Topmanager ohne Bremse wechseln. Ne? Und dafür werden, ja, da müssen wir es vielleicht nochmal, ja, aber das wäre genau der Weg. Aber gerne nochmal im Nachgang auf uns zukommen, wie das genau funktioniert. Okay. Dann die letzte inhaltliche Frage. Wird Dimensional um Vanguard ergänzt? Nein. Auf keinen Fall. Also Dimensional bleibt Dimensional. Dimensional ist selber also nicht unantastbar, aber Dimensional hat einen klaren Fokus. Ja, ja, genau. Und genau, der ist eben auf in deren Welt und die lassen nichts anderes zubauen. Eben ganz im Gegenteil, bauen ihre eigenen Indizes und ihre Produktwelt, richten das so aus, aufgrund der wissenschaftlichen Daten, die sie quasi tagtäglich abrufen und dass alles analysiert wird und bauen eben so ihre unterschiedlichen Produktkörbe zusammen. Und der Ausschluss ist, ja, wie gesagt, zu 100% bestätigt auch seitens Dimensional, dass es da eben keinerlei externen Player dazu gibt. Ja, oder auch geben wird. Also das wollen wir auch nicht. Also im Endeffekt sind das gute Bausteine, die eben alle diesen Ansatz fahren. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass wir noch weitere Strategien mit weiteren Anbietern auflegen, aber Dimensional wird immer rein Dimensional bleiben. Dann noch eine Frage zu Finfire ist gerade gekommen. In der Praxis wird der Kunde das nicht selbst ausfüllen, sondern vom Berater wird alles ausgefüllt werden oder vieles. Wie okay. ist da der aktuelle rechtliche bzw. rechtssichere Status? Naja, also die Kundenunterschrift sollte der Berater nicht leisten. Der Berater kann das gerne vorbereiten, dem Kunden zukommen lassen, digital oder physisch unterschreiben lassen und an uns einreichen. Also, dass der Berater irgendwelche Dinge für den Kunden erledigt, also dafür braucht es halt eine Vollmacht. Und soweit, das ist natürlich ein bisschen dem Einzelfall geschuldet, aber letztlich, dass der Berater für den Kunden alles erledigt, das sehe ich momentan nicht so. Also, da werden wir nicht drum rumkommen. Ah, genau. Es ist noch eine Frage. Wann werden kostengünstige Fondsvarianten gewählt? Rückvergütung? BP geht nicht in die Kosteninfo ein. Ja, also bisher, also man kann ja durchaus weiterhin die BPRO erhalten oder sie halt auch erstatten lassen beim Kunden. Das steht immer zur Wahl. Und bisher haben wir keine kostengünstigen Varianten, sondern immer die mit den entsprechenden BPROs gewählt, weil eben einige Berater auch gerne die BPROs weiterhin haben wollen und das in ihr Preismodell integrieren. Es hat auch Vorteile, das nicht an die Kunden auszuschütten, weil da gibt es immer einen Steuerabzug, das muss steuerlich erklärt werden. Also es hat nicht nur Vorteile und es ist halt eine gewisse Intransparenz da. Es gibt Berater, die das konsequent durchziehen, aber wir haben bisher immer den Weg gewählt, die BPRO-Varianten der Fonds zu wählen und das werden wir auch weiterhin tun. Ansonsten, wenn man eben ganz schlanke Varianten haben will, dann empfehlen sich halt die Easyfolio-Strategien. Prima. Ja, ansonsten die weiteren Fragen sind Fragen nach euren Slides, die wir dann im Nachgang wahrscheinlich verteilen können. Die werden wir verteilen. Das Ganze wurde auch aufgezeichnet. Also wer das gerne möchte nochmal und sich nochmal anschauen möchte, bekommt das auch gerne zugeschickt. Wir wollen das jetzt nicht allgemein irgendwo draufstellen, weil das würde die Videos da vielleicht ein bisschen überfluten. Aber auf Anfrage leiten wir das auch gerne weiter. Prima. Genau, vielleicht die Anfrage diesbezüglich in Sachen Präsentation und Unterlagen kann gerne direkt an Daniel Linde erfolgen. Also da gerne kurze E-Mail oder kurzes Telefonat und dann geben wir die Sachen Präsentation, Videomitschnitt und so weiter gerne auch raus. Ja, super. Ansonsten würde ich mal sagen, wir beenden die Fragerunde an dieser Stelle. Christian, wenn du noch eine völlig brennende Frage da hast, die dich auch selber interessiert vielleicht. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, sehr gut. Dann sind wir immer noch hervorragend in der Zeit und wollen die Beraterschaft natürlich auch nicht von ihren weiteren Erfolgen abhalten. Zum Glück leben wir ja in einer hervorragenden Branche, die es coronamäßig nicht so hart getroffen hat. Also wir leben nicht in der Veranstaltungsbranche, im Einzelhandel oder im Gastrobereich. Also da haben wir alle gewollt oder ungewollt die richtige Branche auf jeden Fall gewählt. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auch vielleicht mit euren eigenen oder unseren Strategien.
und dass es uns weiterhin gut geht und wir vernünftig arbeiten können. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darauf, uns mal wieder persönlich zu treffen. Vielleicht wird es ja irgendwo mal in der zweiten Hälfte des Jahres möglich sein oder halt nächstes Jahr. Ansonsten immer gerne willkommen bei unseren Online-Formaten. Da stehen noch einige an von der Netfunk-Seite. Vielleicht sehen wir uns auch da wieder. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag. In Bayern soll ja Schnee liegen und hier regnet es wunderschön in Hamburg, wie es ja immer so ist. Und ja, gute Zeit und bleibt gesund und tschüss und bis bald. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. Ciao.